Ja, worauf hättest du mehr Bock? Ganz ehrlich, wir sind eigentlich immer nach Staria gelaufen. Ich weiß. Also laufen wir in Staria? Nee, wir laufen nicht nach Staria. Achso, weil Abwechslung und so? Nach Berezino. Okay. Wir sind immer nach Staria gelaufen. Okay. Nee, wir laufen jetzt nach Berezino. Hab ich doch von Anfang an gesagt, Mann. Ja, tut mir leid. Du bist halt einfach scheiße, sieh es an. Ich bin scheiße. Ich sehe ich bei dem Club der Anonymen. Scheiße. Hallo, mein Name ist Max. Und ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Fast eigentlich jeden Tag. Viele Leute sagen mir es auch. Und wenn sie es mir sagen, tut es mir ziemlich weh im Herzen. Ja. Naja, und so. Und jetzt könnt ihr vor uns ein Auto spawnen. Ach man, ihr Dreckshacker, wo seid ihr eigentlich? Ja, wo seid ihr eigentlich, wenn man euch braucht? Ja, so ein Superman-Hacker, ne? Die Aufnahme ist ja auch schon, die Folge ist ja auch schon draußen, da kannst du ja auch nochmal reingucken. Hier ist ja wirklich wie Superman so vom Himmel rein, weißt du, oder wie Thor. Kannst du dir vorstellen, wie als Thor bei, bei Marvel's The Avenger gelandet ist? Ja, genau. Genau so habe ich mir das auch gedacht. Da liegt Muni. Könnte AKM-Muni sein. Gucken wir mal. Sogar dreimal. Das ist AKM-Magazine, drei Stück. Ne, zwei Stück und ein AK-Magazin. Aber leck mir doch die Nudel. Ja, ist doch gut. Altes Toastbrot, jetzt geht's ja los. Hammergeil. Okay, gehen wir weiter. Guckst du gerade den Hügel ab? Ja, nein, sicher ist sicher. Na, ich meine, wir gehen jetzt eh da oben rauf, aber. Ja. They added a new drink called Razor. Oh, verdammte Scheiße. Oh fuck. Was? Ich hab meinen Energy Drink im Auto stehen lassen. Wenn. Oh. Der ist seit heute Morgen da offen. Der steht jetzt wahrscheinlich schon 10 Stunden lang drin. So ungefähr. Badum. Und ich habe jetzt keine Lust, den zu holen. Also weiß ich schon genau, wie ich morgen ins Auto einsteige. Erstmal wird das ganze Auto nach Zucker riechen. wird der, wenn ich den probiere, voll eklig schmecken. Scheiße. Moah. Zum Glück war es ein Billigding. Wäre es ein Red Bull gewesen, hätte es mich hammermäßig aufgeregt. Warum? Weil Red Bull hammermäßig teuer ist. Ne, ich habe mir für 76 Cent oder so Black Cat gekauft gehabt. Ah. Wollte ich mal probieren. Habe ich noch nie probiert gehabt? Black Cat Exotic. Wollte ich einfach mal auschecken. Ist ganz annehmbar, sag ich mal. Ich trinke generell keine Energy-Drink. Hm. Ich brauche sowas nicht. Ich bin auch so immer aufgeregt. Ja. Ich glaube, wenn ich zu viel Koffein zu mir nehme oder generell Koffein zu mir nehmen würde, wäre. Was mich stutzig gemacht hat, bei dem stand drauf: mit Koffein und Taurin. Wo ich mir dachte: und jetzt im Handel, Black Cat für den doppelt so schnellen Herzinfarkt. Trinken Sie mit. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja. Warte mal ganz kurz. Ich hab mich denn eh mal verlaufen. Na, keine Ahnung. Ah, du suchst gerade den Hügel ab, kann das sein? Ja, ja. Dachte ich mir schon. Escape, Options, Audio. Cannot fire. Musik mal ein bisschen runter noch. Okay. Gut, dann. Wollen wir? Ich will mir auch mal Berenzino marken. Warte. Nach Soldici sind es erstmal 4 Kilometer. Ja, toll. Ja, Berenzino ist ja nicht so weit entfernt davon. Da gibt es schon viele Hochstände und so. Das sind 6200 Meter. Ja, und zu Stari sind es fast genauso viel. Das ist, glaube ich, 5500. Und auch die 700 Meter kommt es da nicht an. Ja, ist gut. Wo bist du überhaupt? In Richtung. Ja, ich auch. Wir treffen uns unten an der Straße. Ja, achso, unten an diesem Feldweg? Ja. Boah, ist ja ewig. Muss ich ja auch ewig und 3 Tage rennen. Oh mein Gott. Aber ich will nicht da ganz hinten laufen. Was denn? Ist doch alles in Ordnung. Jo. Jo, mei. Hast du eigentlich die Oscars geguckt? Die was? Die Oscars? Nein.
Ich habe zu wenig richtig nerdige Freunde. Ich brauche mal ein paar neue Super-Nerds. Echt, sowas gucke ich nicht. Ja klar, ey, bis 6 Uhr... Was interessieren mich irgendwelche komischen Schauspieler? Ob ist mir egal, bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens aufbleiben und die Dinger gucken, Alter. Sonst voll langweilig. Ja, sicher nicht. Oh doch. Ach, du bist auch Katjes. Hä? Du bist scheiße. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Naja, runter. Was, du willst die ganze Hauptstraße lang gehen? Oh mei. Ich dachte, wir laufen querbeet ein. Querbeet ein, da kann man doch kaum halt einlaufen. Na klar. Also halbwegs. So ein bisschen. Da hinten läuft jemand. Was? Echt jetzt? Tatsächlich. Ach komm, das ist ein Newspawner, lass den doch. Eigentlich. Macht man nicht. Warte kurz, ein Warnschuss, ich hab mit Absicht daneben geschossen. Warte kurz. Hä? Warte kurz. So. Hoffe, nee, der wird es nicht lesen können. Fuck. So, jetzt. Nochmal. Nein, scheiße. So. Jetzt habe ich eine gelbe Ping, aber die ist mir egal. Ich renne einfach weiter. Renn, Nickels, renn. Da. Merrily, gently down the stream. And what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Dum, ich gehe jetzt gerade voll ab. Da. Ja, ganz genau. Ich sage, ich wollte mich eigentlich mit dir über Nino Kuni unterhalten, aber da du sowas nicht spielst, okay. Ja, okay, erzähl mal ein bisschen. Das ist echt hammergutes Spiel. Also ich habe das ja auch angefangen zu Let's Playen für den Kanal, aber musste nach 4 Folgen abbrechen, weil der erste Part hat, glaube ich, jetzt 60 Aufrufe und die letzten anderen alle 20. Das hat sich nicht rentiert für meine wenige Zeit, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe wirklich wenig Zeit. Wenn ich da nicht gute Aufrufe, dann reicht das halt nicht. Okay, aber der Sie kriegt doch auch nicht so viel Aufrufe. Ja, aber der Sie ist halt ein Stammprojekt, so. Okay. Und, ja. Das ist echt, also das ist halt echt eine lange Eingewöhnungsphase, sag ich mal, aber das ist ganz liebevoll gemacht. Das ist ja so von den Machern von Professor Layton. Okay. Und du hast halt auch sehr viele so schöne Sequenzen mit drin, die sind zwar nicht alle synchronisiert, aber du hast ganz tolle Textstellen, da ist ganz viel Liebe mit drin. Das Prinzip ist auch so ein bisschen Pokémon-artig tatsächlich. Und das ist einfach, also das ist ein hammergeiles, Rollenspiel. Also japanisch angehaucht, ja, ist ein JRPG. Ey, wir müssen runter zur Straße. Das war mir klar, wegen Kapgulova, ne? Ja, genau. Falls das Auto bei uns vorbeikommt, schnappen wir es uns. Du meinst, wir schießen drauf? Ja, natürlich. Ja. Es wird ja wohl nicht so schwer sein, da zwei Typen aus dem Auto rauszuknallen. Nein. Hä, aber waren wir nicht in Elektrograd? Ja, aber das Auto haben wir ja wohl hier nicht gesehen, oder? Also muss es ja von Tscherno... Nee, es kommt von Kapgulova, denke ich. Das heißt, es ist zwischen Tscherno und Elektro. Richtig, aber wir hätten das ja wohl mitgekriegt, wenn das Auto irgendwie vorbeigefahren wäre. Das hört man ja. Ja, wenn du sagst.